Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es noch werden wollen. Ich bin zurück, hab einen Tag Pause gemacht, das liegt nicht nur an Ostern, sondern, ja, ich war geschockt, irgendwie, aufgrund dieses T-34-85 mit einer mir unbekannten Panzer-Crew. Der hat mir jetzt wirklich schon für viel Ärger gesorgt. Er sitzt da wirklich gut, hat durch einen extremen Glücksschuss da hinten meinen Panther zerlegt, durch die Hütte durch einen Panzer 4, dann durch die Hütte. Ihr habt das alle gesehen. Ich habe einen Kommentar gelesen von Sir Huel, dass er, wenn er die Schlacht überlebt, einen festen Händedruck von Stalin verdient hätte. Das bestimmt, aber ich habe nicht vor, dass es so weit kommt, denn ich muss diesen Kamerad hier natürlich möglichst schnell beseitigen. Das Gute ist, richtig gefährlich wird er mit einer Position dort nicht. Er kann im Prinzip das Übersetzen der Beresiner hier nicht verhindern. Dass da drüben die Panzer von mir zerstört worden sind, ja, einmal Pech, zweimal schlecht geplant von mir. Das ist jetzt auch so eine Sache, die jetzt bei mir dazukommt, die für mich neu ist. Wenn ich natürlich hier alleine sitze und alleine spiele, dann habe ich da nicht so ein komisches Gefühl, wie soll ich sagen. Na, es ist mir fast schon peinlich, dass mir diese Fehler passiert sind oder dass die Panzer so auf klägliche Art und Weise ihr Ende finden mussten, also meine. Ist jetzt ein komisches Gefühl, dass mir dabei doch relativ viele Leute zusehen. Aber es muss ja weitergehen. Und ich werde das schon irgendwie abkönnen. Die Frage ist, wie geht es hier weiter? Was ist mein Plan? Mein Plan ist zum einen, ich habe hier unten noch ein Tankhunter-Team, also ein Panzerjäger-Team. Der hat noch eine Panzerfaust 30 mit dabei. Den möchte ich hier rüber schleichen lassen. Ich habe ihm hier auch ein Target Arc gegeben, also ein Armored Target Arc, dass er nicht irgendwie wahllos noch Infanterieziele angreift, weil hier läuft er immer wieder mal hier Infanterie auch rüber. Ich möchte meine Position nicht preisgeben und hoffentlich den T-34 da hinten rausbekommen. Des Weiteren, das habe ich jetzt aber schon, ich glaube in Runde 15 oder so gemacht, habe ich, was, der Panzer? Nee, der hier. Schon weiter nach vorne beordert. Und mit einem Punkt gesucht, von wo er aus theoretisch, das können wir jetzt mal überprüfen, von wo er aus theoretisch diesen Bereich, man kann sie sehen, Spot is held down, reverse slope, no aim point, heißt so, dass ich hier den Boden nicht direkt anvisieren kann, aber der Panzer ist ja ein bisschen höher. Verzeihung. Ist ja ein bisschen höher als der Panzer, das heißt, ihr müsst ihn von dort auch schon sehen können. Bleibt mir gleich die Stimme weg. Bisher hat er noch nicht gespottet. Es kam auch in den Kommentaren mal die Frage, warum ich nicht, ich sag jetzt mal, einfach auf diese Position feuere. Zum einen würden Hochexplosivgeschosse, also HE-Munition, Sprenggeschosse, da nicht viel ausrichten. Könnte allerdings sein, dass ich ihn da vertreiben kann, den Panzer, dass er irgendwo in ein Schussfeld anderer Panzer gerät. Und zweitens habe ich mir auch so ein bisschen, ja, mir selbst auferlegt, nicht mit eigenen Einheiten zu schießen auf Positionen, die diesen Einheiten nicht bekannt sind. Wenn man jetzt hier diesen Panzer 4 anklickt, meinen hier, dann kann man sehen, der vermutet oder weiß nichts davon, dass hier dieser T-34 sitzt. Hier vorne die Infanterie, man kann es jetzt hier sehen, die hat schon eine relativ genaue Vorstellung, die wissen, wo der sitzt. Das ist jetzt übrigens auch eine Sache, die ich am Iron Mode besonders gut finde. Man kann hier sehen, der Panzer 4, der weiß noch überhaupt nicht, dass es hier ein feindliches Ziel in diesem Bereich gibt. Und das erklärt auch, warum ich nicht, ja, mit irgendwelchen Geschützen, die diese Position zwar erreichen könnten, rein theoretisch, allerdings nicht feuern will, denn ich feuere nur auf solche Positionen, wenn diese den Einheiten auch bekannt sind. Man kann es hier sehen, gut, die sehen ihn natürlich. Schauen wir mal hier. Der weiß auch zum Beispiel gar nicht, der vermutet Panzer irgendwo dort hinten. Das hat was mit dem C2-System, also Command and Control-System zu tun, dass Einheiten Meldungen machen an ihre Vorgesetzten. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, der geht jetzt zum Beispiel nicht. Hier, dieser zweite, der Zugführer vom zweiten Zug, zur zweiten Kompanie, der Hauptfeldwebel Hermanns, der berichtet zum Beispiel ans Hauptquartier, Kompaniehauptquartier, dritte Kompanie, an den Hauptmann Irma, gibt Positionen durch. Der wiederum gibt es zum Bataillonskommandeur durch, der im Übrigen jetzt außer Gefecht ist, weil er kein Funkgerät hat.
Da hat mich auch noch jemand darauf hingewiesen, englischsprachig. Finde interessant, ob der Deutsch kann und das versteht oder ob er sich die Videos einfach so anschaut. Der hat auch empfohlen, die Panzercrew im Prinzip hier in dieses Fahrzeug, das noch über ein Funkgerät verfügt, schauen wir mal, ja, Radio hat es noch, aussteigen zu lassen und auch wieder ans Funknetz anzuschließen. Das würde bedeuten, die Information, die der Hauptmann gegeben hat, würden zum Bataillonskommandeur gehen und der wiederum würde es wieder runtergeben an die Kompaniechefs und die an ihre Zugführer und so weiter und so fort. Und so verbreitet sich quasi Information auf dem Schlachtfeld, sowohl von unten nach oben, als auch von oben nach unten wieder runter. Was ist mir noch aufgefallen? Ja, generell, wie mein Plan aussieht. Ich habe jetzt auch in den Kommentaren ein bisschen gelesen, dass, ja, viele doch denken, dass ich hier in einer aussichtslosen Situation bin. Ich selber schätze die Situation gar nicht so aussichtslos ein. Ich bin natürlich schon geknickt aufgrund der hohen Verluste, aber so mein generelles Ziel, nämlich über die Berezina übersetzen. Im Übrigen mache ich das, und das hatte ich, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge auch erwähnt, weil auch die Frage aufkam, hätte mich ja genauso gut einfach hier diesseits der Berezina verschanzen können und alles, was über den Fluss kommt, im Prinzip aus der Ferne bekämpfen können. Warum ich das nicht gemacht habe, hat mehrere Gründe. Zum einen einfach Entertainment, Unterhaltung. Ich möchte auch ein bisschen was bieten. Ich selber möchte auch Spaß haben. Und nur auf dieser Seite der Berezina zu sitzen und aufgrund von Fernschüssen dieses Duell irgendwie zu gewinnen, damit irgendwelche Siegparameter erreicht sind, fand ich jetzt persönlich zu langweilig. Und deswegen auch mein Vorschluss. Die zweite Sache ist die, dass der Oberstleutnant von Plato damals, und das hat der Autor des Szenarios aus den offiziellen Memoiren vom, der von Plato hat einen dicken Wälzer geschrieben, die Geschichte der 5. Panzerdivision, der hatte Zugriff das Buch, hat die Mission dementsprechend danach gestaltet, hatte Zugriff auf Originallagekarten, deswegen auch zum Beispiel hier relativ klare Position am Anfang der Mission, wo die versprengten Aufklärer saßen. Und die damalige Order von Plato bestand, über die Berezina überzusetzen. Diese Hügel, jetzt machen wir mal schauen, ob ich Alt-J, check this on, Landmarks. Die Hügel 178 und 186 und 194 zu besetzen, plus noch zwei weitere Hügel, die hier Richtung Osten liegen, also gar nicht mehr auf der Karte sind. Also sein Originalplan sah schon auch vor, über die Berezina vorzustoßen. Und zwei strategische Hügel, die östlich dieser Karte liegen, einzunehmen, um hier, man sieht es hier hinten, ist die Straße nach Borisov. Da waren schwere Abwehrkämpfe der 5. Panzerdivision, um im Prinzip für Entlastung zu sorgen und Zufahrtswege nach Borisov zu sperren. Das also so eine Mischung aus Entertainment und historischem Nachspielen. Mich würde es wahnsinnig interessieren, das Buch kann man doch im Antiquariat zwar kaufen, kostet so um die 300 Euro, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Mich würde es wahnsinnig interessieren, zu lesen, wie von Plato das damals selber gemacht hat. Er hat sich ja damals auch das Ritterkreuz, erste oder zweite Klasse, Anführungsstrichen, verdient. Wäre mal interessant, es nachzulesen, wie die Schlacht in echt abgelaufen ist. Vielleicht mache ich mich mal auf den Weg in die Bayerische Staatsbibliothek und schaue mir das Buch mal an, falls sie das haben. Das wäre doch mal interessant. Noch weiter, das größere Problem. Also nicht nur der T-34 hier drüben, den werde ich schon irgendwie knacken mit der Zeit, ist, dass hier zwei T-34 aufgetaucht sind. Hier der Zugführer im zweiten Hauptquartier, den ich hier mehr oder weniger als Aufklärereinsatz hat, den hier gespottet. Und hier unten mein Panzer 4 mit dem Unteroffizier Wollack hat diesen T-34 da schon gespottet. Aufgeklärt. Der zielt auch schon so grob in meine Richtung. Das dürfte eine ziemlich haarige Angelegenheit sein. Ich versuche das Ganze so zu lösen. Ich habe hier, wie man sieht, Pausekommandos eingefügt, wie die sich bewegen. Ich ziehe den hier auch mit nach vorne, damit der Zugriff bekommt. Und habe hier hinten ja noch einen einsamen T-34 Panzer 4, den ich ebenfalls nach oben bewege und von dieser Position Feuer bekommen sollte. Ich hoffe, dass das Ganze so orchestriert ist, dass der feindliche Panzerkommandant nicht so recht weiß, wie er sich verhalten soll. Vielleicht die Ziele wechselt und ich eine Gelegenheit bekomme, ja, den T-34 hier auszuschalten. Gut, die andere Sache hatte ich ja erklärt, wo die hier hinfahren. Die werden eine Sperrregel errichten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob hier hinten oder weiter in diese Richtung. Aber das werden wir sehen. Ich würde sagen,
Ich rede schon wieder viel zu lang, fast 10 Minuten, es ist noch nichts passiert. Springen wir zu Unteroffizier Wollack. Ja, drücken auf den roten Knopf. Und ich bin gespannt, was passiert. Nicht nur hier, sondern auch links drüben bei meinem Erzfeind, diesem einen versprengten T-34, der sicherlich auch nicht recht weiß, wie ihm eigentlich geschieht, denn der Rest seiner Kameraden, die anderen Panzerbesatzungen und Panzer, sind ja mittlerweile von mir schon zerstört. Da ist das Verhältnis übrigens ganz klar in meine Richtung. Ich habe wesentlich mehr feindliche Panzer zerstört, als meine bisher kaputt sind. Von daher bin ich eigentlich doch recht zuversichtlich, dass das Ganze eine gute Wendung nimmt. Ich bin direkt aufgeregt, was hier passiert. Das werden wir uns jetzt hoffentlich gleich anschauen können. Ja, gleich ist es soweit. Was ist das? Das ist noch ein zweiter Panzer. Ach du Scheiße. Hoho! Okay. Jetzt wird's interessant. Das muss ich mir gleich im Replay nochmal anschauen. Da scheint noch ein zweiter Panzer auch noch durchgebrochen zu sein. Ist das ein dritter Panzer? Ich bleib jetzt hier einfach mal. Das muss ich mir auf alle Fälle... Ach, das sind tatsächlich drei weit. Drei Panzer sind das. Das muss ich mir jetzt gleich mal nehmen. Da wird aber ganze Arbeit geleistet. Das muss ich mir jetzt mal in der Übersicht angucken, was hier eigentlich passiert ist. Verzeihung bitte. So, was ist da passiert? Ich sehe da hinten den einen Panzer. Ah. Nochmal. So, den treffen wir. Den Kommandanten erwischt? Jawohl. Das heißt, der ist schon mal eine deutliche Gefahr weniger oder weniger Gefahr als vorher. So, dann taucht hier der zweite T-34 auf. Der wird von Dienstrang Oberleutnant Geiser am Turm getroffen. Anscheinend aber ohne große Wirkung. Dann schießt Unteroffizier Wollack eben nochmal in die Seite, entscheidet immer noch ohne Wirkung. Oh, habe ich da einen verloren? Nee. Da schießt das Infanterie von links. Und dann taucht da ein dritter Panzer auf. Schuss platzt ab. Da kommt der angeschlagene Panzer wieder, der hinten ist wohl zerstört. Und da drüben ist der angeschlagene, okay. Jetzt weiß ich doch einigermaßen, was hier los war. Sehr erfolgreich das Ganze. Also ich hatte ja mit dem gerechnet, klar, und da hinten war nochmal irgendwo einer, dass der so schnell vorprescht. Hat der zweite Panzer jetzt hier auch noch mitgemischt? Rechts kracht es auch irgendwo. Ich kann es doch gar nicht fassen, was hier passiert. Was sieht denn den? Der müsste sich da auch noch bewegen hier.
Wieso fährt denn der nicht? So, T34 weniger. Das nenne ich jetzt mal ordentlich. Schauen wir nochmal hier, was hier passiert. Ist hier irgendwas? Gut, die russische Artillerie schlägt noch ordentlich ein. Russische Infanterie. Schickt dir jetzt Speer vor. Der klärt natürlich jetzt meine Panzer hier auf der Seite auf. So. Am spannendsten finde ich jetzt eigentlich, was hier mein Panzerfaustschütze macht. Der obergefreite Harzer. Auf dem liegt meine ganze Hoffnung, dass der da durchkommt und mit seinem einzigen Schuss, den er hat, bitte, bitte. Ich muss diesen T-34 da wegkriegen. Mutig ist er, ja. Mit zu sagen, sehr mutig. Weil irgendwo muss auch russische Infanterie noch sein. Da ist russische Infanterie. Werden aber anscheinend unter Feuer genommen. Ich bleibe jetzt einfach bei dem, ich finde es gerade zu spannend. Sieht er den schon? Nein, er sieht ihn noch nicht. Puh. Das ist so eine Runde, deswegen liebe ich das Spiel. Jetzt ist meine... Ich verlege auf der linken Flanke. Übrigens rüber sieht man nachher noch weitere Panzer. Ich möchte eigentlich über die linke Flanke, über den Punkt 174 rüber auf den Punkt 178 und auf das Gehöft rüberstoßen. Da bewegt sich auf alle Fälle der Infanterie den Berg runter. Ja. Schauen wir uns das mal an. Ist das jetzt hier ein Panzercrew? Was haben wir hier? Hauptquartier, auch eine Panzercrew. Aber hier. Alle wieder gut ausgerüstet. Hier sind jetzt noch Tankodeski, da sind ja schon reguläre Infanteristen. Die kommen jetzt hier den Berg runter. Hier ist übrigens meine vierte Kompanie. Vierter Zug von der dritten Kompanie. Die soll im Prinzip Stellung beziehen hier in dem Haus oder in der Ecke generell und soll das Feld hier abdecken, dass die Russen von oben nicht so einfach runterkommen. Ich muss jetzt bloß diesen T-34... Ja, okay. Die russische Infanterie ist jetzt im Anmarsch. Im Übrigen bewege ich hier auch schon zwei T... Panzer 4, nicht Panzer 34, T4. Also zwei Panzer 4 H. Auch hier rüber. A, zur Unterstützung meiner Infanterie und B, im Notfall muss ich mit einem Harakiri-Manöver den T-34 da irgendwie rausbekommen. Gut. Ja, geile Runde. In dem Fall für mich. Jetzt schauen wir uns das nochmal im Gesamtüberblick an. Nicht, dass man noch irgendwas verloren geht hier. Also hier oben, wieder mal hin, ist auch eine Menge Bewegung. Ja. Da ist eine Menge Bewegung drin. Ja, das war's. Spannende Runde. Die ging mal offensichtlich an mich, diese Runde. Ja. Jetzt geht es natürlich mit der Planung weiter. Die zwei Panzer hier sind mir auf alle Fälle jetzt von der Stellung her schon zu bekannt. Ich habe jetzt auch oft den Fehler gemacht, dass ich die Stellung nicht gewechselt habe, wie mit dem Austermann zum Beispiel. Ich sollte jetzt einfach die Stellung wechseln. Ich verlege den jetzt mal, falls hier oben noch weitere Panzer durchbrechen, dass ich eher von der Flanke auch reinkomme, weil von vorne ist es dann doch eher schwierig.
Dann verlegen wir den jetzt einfach mal da hoch. Kann er hier fahren? Ja. Dass ich den in eine neue Position bekomme. Ja, kann er von rechts nicht gesehen werden. Den belassen wir jetzt mal, der muss sich hier noch um den Panzer kümmern, der eventuell noch nicht ganz in Ordnung ist. Oh, da ist mir doch hier ein Fehler passiert. Der hat seine Crew vergessen. Ja. Ich glaube, ich würde sagen, ich mache jetzt hier kurze Pause. Mache noch die Orders zu Ende. Sonst dauert es zu lange. Wir sehen uns gleich wieder. So, wieder zurück. Noch nicht ganz in der Act-Phase, sondern immer noch in der Zugphase. Ich möchte euch zeigen, was ich jetzt noch gemacht habe. Doch noch so einiges. Ich habe mich jetzt entschlossen, meinen Sperrriegel, ich hatte ja schon angedeutet in der zwei Folgen zuvor, dass ich hier irgendwo einen Sperrriegel aufbauen möchte, um Infanterie, die von hier kommt, oder Panzer, die von hier kommen, aufzuhalten, bevor sie über die Übergänge kommen. Ich werde den Sperrriegel ungefähr hier errichten. Es liegt zum einen daran, dass ich, deswegen habe ich die auch hinbefohlen, dass ich aus dieser Ecke hier relativ gutes Schussfeld habe mit meinen MGs. Von hier kann ich auch noch einigermaßen abdecken, und vor allem muss Infanterie, die über diese Ebene kommt oder auch hier oben über die Häuser kommt, kann hier drüben von, ja, ich nenne sie mal die Inselstellung. Austermann ist ja nicht mehr da, aber Wieland und Unteroffizier Detmar sind ja noch da. Die können von hier beschossen werden, also auch die Gebäude. Das heißt, der Gegner muss erstmal über relativ schwieriges oder über Gelände auf mich zukommen, das von mehreren Seiten unter Feuer genommen werden kann. Deswegen, das musste ich jetzt mal machen, dass ich mich mal festlege, wo genau ich meinen Sperrriegel aufbaue. Ich fange jetzt hier auch schon an, meinen ersten Panther abzuziehen, denn ich denke, dass die Position hier relativ gut hoffentlich gedeckt ist durch meine drei Panther hier. Plus, wo ist er? Ah ne, Ausnahme ist schon hier vorne. Ich bringe hier übrigens auch noch eine Packentstellung, die auch hier rüber wirken kann. Und hoffe, dass ich hiermit diese Seite einigermaßen dicht machen kann. Ansonsten kann ich sicherlich aus Feuerstellungen hier drüben da nach rechts rüber wirken, falls der Feind da durchbrechen sollte. Hier drüben sind mir, was die Infanterie angeht, ein bisschen die Hände gebunden. Ich kann mit den Leuten, die auch sehen oder da feuern könnten, noch nicht wirklich effektiv das Feuer öffnen, denn sofort würde der T-34 hier meine Infanterie zerlegen. Die sind ja alle nur in Holzgebäuden. Hier unten sperre ich mit meinen Fahrzeugen den Zugang rüber zur Brücke ab. Oder Panzer, die vielleicht noch durchstoßen sollten. Vielleicht bewegt sich der Freund ja doch noch. Aber hoffentlich, mein Held hier wird obergefreiter Harzer. Ich setze alles auf ihn. Alles nicht, denn ich habe hier auch noch, hat der mit alle Sichtkontakt eigentlich? Nee, mal gucken. Meine Mörser müssten, ach, da fällt mir ein, ich könnte eigentlich schon langsam mal einen Mörserauftrag setzen. Hier in diese Ecke. Hat der hier Sichtkontakt? Oh ja, das wäre gut. Das machen wir jetzt noch. Wir haben noch eine zweite Mörser. Einen zweiten Mörser, Area Target. Denn der Feind wird sich irgendwann mal in diese Ecke hier begeben. Und da möchte ich eigentlich, oder komme ich hier hin? Naja, komm. Die plane ich nächste Runde, wenn ich wieder Zeit habe, sonst verschwenden wir hier zu viel Zeit. Dann würde ich sagen, na komm, wir fangen hier mit unserem obergefreiten Harzer an. Was hier passiert.
und drücken auf den roten Knopf. So, ich bin sehr gespannt. Ich habe in den Kommentaren noch von Vic Terrible One eine interessante Frage gesehen. Der hat gefragt, wie wir das so sehen oder wie andere das sehen mit Speichern, Laden, falls irgendwas schief geht, einen alten Safe-Stand laden und den Zug quasi nochmal neu machen, ob man sich da selber schlechter befühlt oder ob man damit bescheißen würde. Weil bescheißt ist so eine Sache. In Kampagnen, glaube ich, ist es manchmal unumgänglich, denn wenn da große Fehler passieren, kann man eine Kampagne oft auch gar nicht wirklich effektiv weiterspielen. In Szenarien sieht es da anders aus. Ich habe es auch schon oft genug gemacht. Im Singleplayer. Ich persönlich habe mich danach nie besonders wohl gefühlt. Fühlt sich schon an, ein bisschen wie bescheißen. Und vor allem... Oh je. Jetzt mache ich kurz Pause, das möchte ich noch zu Ende führen. Denn hier tut sich was. Und vor allem... Ach komm, lass mal's laufen. Vor allem nimmt man sich, glaube ich, auch viel Spielspaß. Denn in meinen zahllosen Play-by-E-Mail-Matches habe ich gemerkt, dass... Oh, nein! In meinen zahlreichen Play-by-E-Mail-Matches habe ich gemerkt... dass gerade die Situationen, die ausweglos erscheinen und in eine schlechte Situation bringen, dass gerade die interessantesten Situationen jetzt wird's interessant, die interessantesten Situationen hervorbringen. Was tut er? Jetzt muss er doch irgendwo in das Feuerfeld von irgendeinem Panzer kommen. Ich muss jetzt kurz Pause machen, ich bring's zu Ende. Wo man sich doch durchaus seines Spielspaß beraubt. Darum würde mich interessieren, ich probiere jetzt mal hier eine Umfrage zu starten. Müsste jetzt auch hier oben, jetzt zeige ich mal wo, hier oben eine Umfrage, einen Link auf eine Umfrage starten oder laufen. Klickt doch mal drauf, nehmt dran teil. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr saved, ladet? Fühlt euch dabei irgendwie schlecht? Habt ihr dabei ein komisches Gefühl? Bescheißt ihr euch selber? Ja oder nein? Mich würden eure Antworten interessieren. Jetzt machen wir hier weiter. Okay. Jetzt habe ich aber doch mittlerweile genügend Leute, die den sehen können. Da wurde es ihm wohl doch selber auch zu heikel. Ich hoffe, er richtet keinen weiteren Schaden an. Was passiert mit unserem Kamerad hier? Jawohl, Gott sei Dank. Oh, der war wie eine unnötige Warze am Fuß. Leider hat es Harzer nicht geschafft. Wo liegt er? Ist er das? Ja, das war er. Aber immerhin ist endlich der T-34 weg. Das heißt, ich kann jetzt hier auch meine Mannschaften, meine Infanterie besser in Stellung bringen und hoffentlich den Infanterieansturm. Hier scheint sich jetzt doch einiges zu tun. Den abzuwehren und zwar noch im freien Feld, bevor er sich in den Häuser verschanzen kann oder in die Gebiete, wo hier einfach auch zu viel Wald ist. Ich schaue jetzt mal noch nicht nach rechts, was da passiert. Schauen wir uns erstmal an, was hier so los ist. Hier oben übrigens habe ich noch einen Aufklärer reingeschickt. Der kann zwar nicht mehr mit der Waffe wirken, weil sein Schütze weg ist. Hat schon einen von meinem schweren Maschinengewehr erwischt. Aber jetzt, wo der Panzer weg ist, kann ich hier drüben doch... Ah, oh, Gott sei Dank ist der weg. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist auf alle Fälle eine sehr erfolgreiche Runde für mich. Jetzt muss ich hier bloß meine Infanterie und meine Kampffahrzeuge in Stellung bringen, um den Infanterieansturm da zu verhindern. Und jetzt schauen wir doch mal rüber, was hier passiert. Der T-34 da hinten ist ja immer noch nicht ganz ausgenockt. Das war's. Dann ist jetzt an der Front hoffentlich einigermaßen Ruhe. Zumindest was Einsatz von feindlichen Panzern angeht. Zweiter Panzer verlegt jetzt auch schon.
Was war das? Da kommt noch ein weiterer Panzer. Wer sieht den? Der hier. Haben wir jetzt schon das nächste spannende Duell? Was war das denn? Da ist ja mächtig was los da. Und da muss ich jetzt mal genauer hinschauen. Sind es noch mehrere Panzer, die da auftauchen? Schauen wir uns das mal aus der russischen Perspektive an. Also ein T-34. Das dürfte es mit dem auf alle Fälle gewesen sein. Infanterie direkt vor. Hat er da hinten gefeuert? Nee. So, der zweite, der wird von dem erkannt. Wo fährt der hin? Ah, da ist wohl die Munition hochgegangen. Auch sehr schön. Deswegen lieber keine Infanterie in der Nähe von brennenden Panzern. Also einer, ist es jetzt ein weiterer Panzer hier? Ja, es ist ein weiterer Panzer. Jetzt nochmal zurückspulen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es tut mir jetzt echt leid, dass ich hier so oft spulen muss. Ja, nee, es ist ein weiterer Panzer. Huh. Eins, zwei. Wie viel haben wir denn jetzt erledigt? Vorhin drei. Da der vierte. Er den entdeckt. Einer ist jetzt noch da. Wo zielt der hin? Hat der meinen Panzer da hinten erkannt? Also nicht vergessen, hier lauert noch ein T-34. Infanterie ist auch auf dem Vormarsch. Was passiert hier? Feindliche Infanterie. Natürlich erkannt, dürfte meine Panzer wahrscheinlich auch sehen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die feuern lassen soll. Mein Hund macht komische Geräusche. Träumt wohl gerade. Ja, die Artillerie da drüben. Könnte mich nicht weniger stören. Okay. Das Ganze noch einmal in der großen Übersicht. Da erkennt man ja oft, gerade so im schnellen Durchspulen, doch mal so Bewegungen. Also hier auf der linken Flanke, da tut sich jetzt echt einiges mit Infanterie. Da muss ich jetzt hier auf alle Fälle dafür sorgen, dass ich den Vormarsch da stoppen kann. Ach, und da tut sich auch anscheinend was. Brechen jetzt Panzer hier. Ja, okay. Dann wüssten wir grob, was hier passiert. Diese Episode war mal richtig gut für mich. Auch ein Lehrbeispiel dafür, dass
wenn es mal schief läuft oder wenn es so aussieht, wenn es extrem schief läuft, es lohnt sich weiterzumachen. Es gibt unglaublich spannende Situationen dadurch. Ich bin sehr froh, dass ich diese Mission jetzt gerade hier als Let's Play mache und euch das präsentiere, denn ansonsten hätte ich wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal, ja, abgebrochen, neu geladen, hätte mich selber dabei beschissen, so wie ich sehe. Hätte mir auch ehrlich gesagt viel Spielspaß genommen, das weiß man natürlich immer erst im Nachhinein. Ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Ich bin froh, dass ihr nach wie vor dabei seid. Es schauen so viele Leute zu, ich bin wirklich baff. Aber es freut mich natürlich sehr und spornt mich auch an, da weiterzumachen, mich weiter zu verbessern, am Audioqualität zu arbeiten und den Kanal weiter vorzubringen oder vorwärts zu bringen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, zur nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Bis dahin, ciao, servus.